Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Hi. Der Herwig Grabner von Ledermax aus Österreich ist bei mir zu Gast und dieses Video ist jetzt ein direktes Folgevideo zu der vorhergegangenen Frage, denn vor 1 bis 2 Wochen hatten wir euch die Möglichkeit gegeben, um eure Fragen direkt bei Herwig zu platzieren. Wir hatten das über Facebook, Instagram und YouTube gefragt und wir nehmen jetzt die Fragen, die ähnlich oder gleich waren, jeweils zusammen aus dem letzten Video, wo es um pH-Werte und um Hydrolyse und so weiter beim Topcoat ging. Da ergibt sich jetzt eine Folgefrage, die hatten einige gestellt, nämlich zum Beispiel der Sebastian Beacht. Wie reinigt man am besten Leder, wenn der Topcoat schon beschädigt ist? Bis jetzt ist er immer mit dem Cleaner 1.1 und dem Conditioner 2.0 drüber. Er wollte einmal mit dem Scrub Pad was testen, da hatte er aber sofort Farbe im Scrub Pad drin. Ähnliche Frage war dann auch vom Jerome. Wie viel Lederfarbe trägt man beim Reinigen normalerweise ab? Oder was ist normal an Abtrag? Und kann man das verhindern? Und wie wird der Topcoat wiederhergestellt? Ähnliche Frage auch vom User UG6NF9SO7G. Schöner Name. Bitte Beispiele am Leder zeigen. Das kann man noch durch Reinigung retten. Da kann man nichts mehr durch Reinigung retten. Ähnliche Frage vom Markus6933. Kann man irgendwie erkennen, ob und wie gut der Topcoat auf einem Leder noch vorhanden ist? Sein Auto ist 17 Jahre alt, die Lederausstattung ist recht ansehnlich, keine Risse. Bis auf den Seitenwangen, da ist es ein bisschen anders. Er ist sich am Überlegen, ob er jetzt die kompletten Sitze einmal neu aufbereiten wird mit dem Reparaturset. Er möchte aber auch nichts zerstören, was nicht zerstört werden muss. Ähnliche Frage von Björn. Er hat mal gehört, Leder glänzt nicht. Wenn das Leder glänzt, ist es dreckig und speckig, vor allem am Lenkrad. Und da gab es dann einen Kommentar vom Okan, der gesagt hat, ja, das stimmt. Durch die Unreinheiten wird es speckig und fängt dadurch an zu glänzen. Und dann vom Dave, glaube ich, genau war der letzte, die letzte Frage. Wie erkennt man, ob die Schutzschicht des Leders bereits hinüber ist? Ist es überhaupt optisch direkt erkennbar? Also alles ähnliche Fragen, die sich um Schäden am Topcoat drehen, ja, und wie man das eben erkennt, weil manchmal ist es echt nicht so einfach. Das stimmt, ja. Es ist auch ganz schwer zu beantworten, muss ich sagen, weil wenn man es nicht direkt sieht oder spürt, muss man versuchen, das jetzt wirklich rüberzukriegen oder gut rüberzukriegen. Also generell ist es so, wenn ich jetzt reinige und ich merke, dass dann eben die Farbe des Leders in meinem Schwamm oder Tuch drinnen ist, dann ist es relativ klar. Dann ist es relativ klar, dass man eigentlich schon den Topcoat ziemlich stark beschädigt hat. Ja, das oder kommt sogar aber entfernt. Kommt aber auch auf die Intensität der Farbe an. Ja, es gibt sehr, sehr viele Autoleder, die auch im Topcoat schon pigmentiert sind. Okay. Also ich sag mal so, wir haben das eigentlich standardmäßig gemacht, und zwar aus zwei Gründen. Punkt 1. Kann man im Topcoat mit ein bisschen Pigment, so mit 1-2%, ja, also nicht mehr, kann man die Farbnuance nochmal in die richtige Richtung ziehen, dass man wirklich gut innerhalb der Toleranzen liegt, also Farbtoleranzen liegt. Und zweitens ist es so, dass ein Pigment ein super, super tolles UV, also ein super toller UV-Protektor ist. Ja. Das heißt, man kriegt dadurch auch dann deutlich bessere Werte in den Klimawechselschränken und so weiter mit Farbunterschieden hin. Ja. Das heißt, es ist auch technisch gesehen sehr, sehr gut, wenn man einen Topcoat leicht pigmentiert ist. Okay. Unter leichter Pigmentierung, wie gesagt, verstehe ich ein bis maximal 2% im Verhältnis zum Lack. Ja. Also, aber das würde bedeuten, wenn man da jetzt drüber reinigt und man hat einzelne Farb- oder Pigmentpunkte im Schwamm, das wäre dann eher aus dem... Ja, also das bedeutet, dass praktisch der Schwamm nur ganz leicht im Prinzip mal verfärbt ist. Wenn man sowas hat, dann ist es zwar noch nicht gut, weil man sollte eigentlich bei der Reinigung nicht so viel abtragen, dass man das schon im Schwamm praktisch direkt sieht. Okay. Wenn das so extrem ist, dass der Schwamm oder das Scrubbed oder so schon richtig schwarz oder rot oder blau wird, dann kann man davon ausgehen, dass der Topcoat hinüber ist. Ja, dass es wirklich so ist, dass da schon die Grundierung, also unterhalb des Basecoat, dann abfärbt. Ein Basecoat ist dann zwischen 10-15% pigmentiert. Ja. Also das ist schon deutlich intensiver. Oder, weil das hatten wir an dem Lotus jetzt auch, an dem wir gerade arbeiten, oder da wurde schon mal was repariert und man reinigt gerade die Reparaturfarbe. Genau, also auch, das ist auch sehr, sehr oft der Fall, speziell bei Gebrauchtwegen. Die werden ja sehr oft dann sehr günstig, nur aufs Auge praktisch ein bisschen aufgemotzt. Ja. Ne?
Und da sind dann eben nur 1K, also 1K-Systeme ohne Härter, ohne Topcoat. Und wenn man da praktisch mit dem mildesten Reiniger, also da reicht schon auf destilliertes Wasser drüber geht, hat man schon die Farbe praktisch dann ab. Das heißt aber jetzt nicht, dass da der Topcoat auch kaputt ist. Genau, der ist ja drunter. Wobei aber in den meisten Fällen macht man natürlich Reparaturfarbe drauf, wenn unterhalb was abgeschürft ist. Also ansonsten, also freiwillig macht man das ja nicht. Wobei, das würde man ja noch einfach erkennen, wenn es so ist, dass der Topcoat noch intakt wäre, dann würde man die Reparaturfarbe runterreinigen und irgendwann hört es auch auf, dass der Schwamm die Farbe genau, drin hat. Genau, also wenn das Reparaturfarbe ist, dann ist erstens, man erkennt, es ist sofort, also man gibt das drauf und man wischt da ein, zweimal drüber und der Schwamm ist sofort gefärbt. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass eine Reparaturfarbe im Spiel ist. So wie du sagst, wenn ich dann zwei oder sogar dreimal praktisch reinige und es wird dann immer weniger, immer weniger, immer weniger, dann ist es wirklich so, dass man dann irgendwann mal sagt, so, jetzt ist die Reparaturfarbe weg. Ja. Jetzt bin ich dann eigentlich auch wieder auf meinem Topcoat. Genau. Und dann sehe ich auch oft, ja, okay, welche Schäden, Oberflächenschäden hat denn das Leder in Wirklichkeit? Und dann in den meisten Fällen muss man dann auch wieder neue Reparaturfarbe auftragen. Okay. Und dann sollte man sich für eine 2K-Reparatur entscheiden. Mit Topcoat auch wieder vernetzt und so weiter. Dann hält das auch länger und auch beim nächsten Mal reinigen geht nichts mehr ab. Und wenn das nicht eine Reparaturfarbe ist, sondern wir sind durch den Topcoat durch, dann kann ich so oft drüber reinigen, wie ich will. Es wird immer Farbe im Schwamm drin. Es wird immer mehr kommen. Ja. Und irgendwann mal, also speziell bei hellen Ledern sieht man es, dann kommt auf einmal ein dunkler Fleck. Ja, okay. Weil das Krastleder, also das Naturleder, das unterhalb drunter ist, wenn das dann feucht wird, wird das ziemlich dunkel. Und wenn das beige eingefärbt ist, kommt das dann fast hellbraun nachher durch. Ne? Gut, dann sieht man es. Also dann sieht man dann, und dann ist man dann eigentlich schon wirklich auf dem Crust, wie wir sagen. Ne? Ja. Also auf dem Leder direkt, dann hat man eigentlich schon durch den Basecoat auch schon durchgereinigt. Ja? Ist aber nichts Tragisches, also wenn sowas ist, dann auch das kann man mit einer ganz normalen Reparatur dann wieder wegmachen. Jetzt ist ja das der einfachste Fall. Ich reinige und habe Farbe im Schwamm. Da weiß ich, irgendwas stimmt nicht. Wie sehe ich denn einen beschädigten Topcoat? Was man noch merkt, ist zum Beispiel beim Lenkrad, wenn es zum Kleben anfängt. Ja? Also ein Topcoat selber ist eigentlich so, dass er eher nicht klebrig ist. Ja? Man muss jetzt aber ein bisschen jetzt differenzieren. Also wenn ich jetzt im Sommer, wo ich sowieso schwitze und egal, was ich da angreife, es fühlt sich alles klebrig an, weil mein Schweiß klebt. Ja? Also das meine ich jetzt nicht damit, sondern wirklich bei normalen Temperaturen, wenn ich eben keine schweißigen Hände habe und das Ding fängt irgendwie an zu kleben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist so schmutzig, so verspeckt, so dreckig, dass es durch den Dreck schon klebt. Mhm. Wenn ich es dann reinige und es klebt immer noch, aber oder ich meine jetzt nicht direkt nach der Reinigung, sondern eben sobald es abgelüftet ist, der Reiniger und so weiter, und es klebt immer noch, dann deutet das schon eigentlich hin, dass der Topcoat schon ziemlich kaputt ist oder gar nicht mehr da ist. Ja. Weil ein Topcoat sollte normalerweise, wie gesagt, nicht kleben. Ein Topcoat ist eigentlich trocken eingestellt und fühlt sich eigentlich sehr, sehr angenehm an. Ja. Die Grundierungen unterhalb sind meistens, also deutlich klebriger als ein Topcoat, weil da kommt es ja eigentlich auf Flexibilität an und. Und das sind dann auch Polyurethane oder Polycarbonate, die dann auch ein bisschen klebriger sind. Okay. Ja? Ja. Ich spreche jetzt immer von normalen Sachen. Es gibt immer Ausnahmen. Ja? Also wie überall im Leder. Leder ist nicht gleich Leder. Genau. Ja. So, also das wäre das eine. Ja? Wie gesagt, also Klebrigkeit ist ein Indiz dafür, dass der Topcoat eben weg ist oder beschädigt ist. So, dann habe ich hier mal so ein Leder mitgebracht. Das ist jetzt zwar Anilinleder, es sieht aber eigentlich so aus in Großaufnahme, wie wenn das jetzt eine Großaufnahme wäre von einem Leder, von den Lederkuppen. Wenn man sich die Lederkuppen so gegen das Licht mal anguckt, und ist es oft der Fall, dass dann, was dann vielleicht macht man auch mal eine Nahaufnahme, dass diese Kuppen, wenn der Topcoat beschädigt ist, auch heller sind. Ich halte es mal den Leuten schnell näher hin und dann kannst du weiter erklären. Also wie gesagt, das wäre jetzt sowieso eine große Aufnahme. Ja. Das ist jetzt kein Topcoat hier drauf, sondern wie gesagt, das ist Anilinleder, wo oberflächlich so ein bisschen drüber geschliffen ist. Aber vom Aussehen her ist es wirklich sehr, sehr ähnlich zu dem, wenn Leder praktisch an der Kuppe schon abgewetzt ist. Und da sieht man auch oft, dass das dann eben so ein bisschen heller aussieht und ein bisschen rauer aussieht. Also ähnlich wie dieses Leder hier. Das wäre die optische Seite. Ja. Was ist denn mit der schnellen und raschen Wiederverschmutzung? Also da kommt es eigentlich darauf an, speziell beim Lenkrad, kommt es eher mehr darauf an, wie der Mensch, der hinter dem Lenkrad sitzt, eigentlich schwitzt. Okay. Es gibt Leute, die schwitzen sehr, sehr stark. Es gibt Leute, die tragen kiloweise Handcremen auf und so weiter. Ja.
da darf man sich natürlich nicht wundern, dass eben ein Lenkrad innerhalb von ein, zwei Tagen wieder glänzend und wieder schmutzig wird. Wenn jetzt mal den Fall ausklammern, wir sagen, man schmitzt nicht stark, man verwendet keine Handcreme, man wäscht sich die Hände einigermaßen häufig und es glänzt und wird speckig trotzdem sehr, sehr schnell. Ist das dann ein Indiz? Das könnte ein Indiz sein, es ist aber es ist nicht verlässlich. Zu der einen Aussage, Leder ist immer matt, das muss ich leider widersprechen, also Leder ist nicht immer matt. Darum habe ich den Kommentar reingenommen, weil das wusste ich schon, dass er das sagen wird. Ja. Also man kann auch Leder ganz glänzend machen. Beste Beispiel, ich sage mal, Leute in meinem Alter oder ältere Generationen wissen noch, es gibt Tanzschuhe, also Lackschuhe, Lacklederschuhe. Ja. Also die waren so glänzend, da hat man sich drin spiegeln können. Ja. Sieht man heute nur mehr sehr, sehr selten. Am Opernball sieht man das noch, in Wien. Also wie gesagt, Leder kann ich als Gerber oder als Zurichter selber bestimmen, ob es matt oder glänzend ist. Ja, wenn wir jetzt von Autoleder sprechen und da... Die meisten modernen sind matt. Im europäischen Raum. Ja. Also im europäischen Raum ist es so, dass die letzten 20 Jahre immer daran geforscht worden ist, noch matter zu machen. Ja. Im amerikanischen Raum war das bis vor kurzem noch so, dass eigentlich so leicht glänzendes oder glänzendes Leder sehr, sehr oft vorgekommen sind, also auch in amerikanischen Fahrzeugen. Weil so ein typischer Amerikaner ist eigentlich immer der Meinung gewesen, dass glänzendes Leder ist auch sauber. Ja, so wie die Schuhe. Bei Schuhen denken wir Europäer auch, also glänzende Schuhe, glänzende schwarze Herrenschuhe sind saubere Schuhe. Beim Lenkrad oder beim Autositz ist es so, dass je glänzender das Leder ist, desto mehr künstlich sieht es aus für uns Europäer. Ja, ein Amerikaner denkt da ein bisschen anders. Deswegen, oftmals denkt deswegen der Amerikaner ein bisschen anders. Im amerikanischen Bereich, wie gesagt, gibt es deutlich glänzendere Leder. Okay. Aber auch in letzter Zeit merkt man, kommt die Tendenz immer mehr, dass auch der amerikanische Raum auch mehr auf matter und matter und matter wird. Der Amerikaner kommt zur Vernunft. Das möchte ich gar nicht sagen, es ist eine Geschmackssache. Das ist es. Wie gesagt, also Leder ist nicht immer matt, automatisch, sondern Leder kann man hochglänzend oder matt einfach machen. Ne? Also das, so wie der Zurichter oder der Kunde das haben möchte. Die Aussage ist per se mal falsch, wenn man den Ausgangszustand nicht kennt. Okay, genau. Gut. So. Aber in den meisten Fällen bei Autos geht man schon von mattem Leder aus und dann ist auch die Aussage richtig, dass wenn ich jetzt natürlich Verschmutzungen, Schweiß und Handcremen und so weiter drauf habe, wird das Leder immer glänzender. Okay. Und das ist bei Lenkrad eigentlich immer schneller der Fall als wie beim Sitz, das ist klar. Dann ist es auch so. Dann, wie gesagt, deswegen kann man auch Lenkräder öfters reinigen. Haben wir auch schon in den vorigen Videos auch gesagt, wenn es wirklich da stark um die Hygiene geht, dann sage ich mal, ist es eben so, wenn ein Lenkrad dann mal vielleicht etwas schneller kaputt ist, wenn ich es öfter reinige, dann ist mir trotzdem die Hygiene wichtiger als. Und dann gibt es ja mit eurem Reparaturset ein tolles Produkt, wie man das wieder herrichten kann. Genau. Aber also wenn ich richtig verstehe, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Stimmt. Und das ist ja auch das Frustrierende an der Mission, die ihr auch habt, den Leuten beizubringen, behandelt bitte euren Topcoat anständig und schonend, aber ein kaputt gereinigtes Leder sieht im ersten Moment mal sauber und matt und nicht kaputt aus. Das ist ja das Problem, was wir haben. Genau. Also das ist leider so, dass sagen wir, hochalkalische Reiniger eigentlich immer sehr, sehr gerne genommen werden, weil hinterher das Leder super matt ist. Mhm. Das ist leider so, dass der Topcoat hydrolysiert ist und durch die Hydrolyse wird das super schön matt. Ja. Und das sieht wirklich toll aus, muss ich zugeben. Ja. Das Problem ist nur, wenn ich das öfter mache, dann ist es eben kaputt und dann ist es wirklich hinüber. Ne? Ja. Deswegen ist es für uns ganz, ganz schwierig, den Leuten beizubringen, hey, mach das nicht, das Leder ist dann mit der Zeit viel schneller kaputt, wenn du das so machst. Und ich kriege dann sehr oft dann eben die Antwort, nee, aber das sieht super aus. Ich mache das wie seit 30 Jahren. Genau. Ja. Das ist eigentlich immer das Problem, ich sage mal, wenn ich jetzt einen Kratzer im Autolack habe, sieht man den sofort. Und dann eigentlich ist jeder Detailer, jeder Autoaufbereiter ist imstande, den Kunden zu sagen, schau mal, ich bleibe schon hängen, der Kratzer ist durch, ich kann den nicht mehr rauspolieren. Genau. Ja, leider ist es so, dass beim Leder das noch nicht so durchgedrungen ist, dass man den Kunden sagt, pass mal auf, deine Jeansverfärbungen sind schon so tief im Leder drinnen, also schon im Topcoat, die liegen nicht nur oben drauf. Ich müsste jetzt so tief reinigen, dass ich eigentlich schon die Zurichtung beschädige, einen Topcoat oder abtrage und dann bin ich eben nicht auf dem Black, sondern auf dem Leder. Ja. Das verstehen die Leute eigentlich nicht. Ja. Ja?
Aber ein guter Detailer, der eigentlich auch eine Ahnung von Leder hat, muss oder sollte seinen Kunden sagen, pass mal auf, ich mache dir jetzt eine Reinigungsfläche, eine Reinigungsprobe hier seitlich und dann gucken wir mal und du wirst sehen, wenn da noch ein bisschen was drauf ist, kannst du selber entscheiden. Ja? Möchtest du es durchhaben, dann ist es super sauber, aber ich beschädige dir das Leder, ja? Von mir aus noch nicht zu 100%, aber ich trage dir mal jetzt 20-30% vom Topcoat ab und genau weiß eigentlich keiner, wie viel es dann wirklich ist. Es kann dann auch mehr sein. Ja. Leider erkennt man es nicht sofort. Ja. Und was passiert, wenn man dann eben bei so einem Autoaufbereiter war, der mir das Leder eigentlich sauber gemacht hat, aber wie gesagt den Topcoat abgetragen hat, ein halbes Jahr später fängt es dann an zu kleben und. Ja, dann merkt man es, hoppala, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und was glaubst du, was dann als Antwort kommt von den Leuten? Anwendungsfehler, falsch gereinigt. Nein, weißt du, was es ist? Scheiß Leder. Auch beim Leder wird schon gespart. Es ist alles okay. Die sparen überall okay. Und scheiß Qualität. Und bei meinem Oldtimer ist das Leder viel besser und viel höher von der Qualität als jetzt bei meinem neuen Auto, weil das und. Ja. Genau das hört man dann. Ja. Ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe die letzten 30 Jahre ganz, ganz viel Zeit von meinem Leben da reingesteckt, um Leder hochqualitativer zu machen und noch besser und soll noch mehr aushalten und. Also wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, als Jungtechniker hatten wir Leder, Autoleder, die haben keine 100 Reibungen ausgehalten. Ne? Heute haben wir Autoleder mit 1000 Alkali, 1000 Sauerreibungen und mittlerweile schon 2000 bald. Ne? Also das ist riesen Unterschiede und dann hört man eben von einem Laien, ja, also ist alles nur mehr Scheiße, Lederqualität, alles wird billiger und. Ne? Und das stimmt im Prinzip nicht. Ja? Okay. Also mal, früher hat man akzeptiert, dass noch eine Patina da ist. Früher hat keiner gesagt, Mensch, da musst du alles runterreiben und. Früher hat man sich sogar noch ein bisschen gefreut, wenn man so Gebrauchsspuren gesehen hat im Leder, dann hat man gesagt, ah, super, es lebt, es hat Patina. Heute sagt man Schmutz. Ne? Also das ist noch schmutzig. Ne? Früher hat man das schön gefunden. Ne? Mhm. Früher hat man aber auch keine Mikrofasertücher gehabt. Früher hat man Putztücher gehabt. Ne? Also Putzfetzen, haben wir immer gesagt. Ne? Also ich sag mal, wenn meine Oma das wüsste, dass es heute Mikrofasertücher gibt, mit denen man putzt, ja, die 20 Euro und mehr kosten, die wird sich im Grab umdrehen. Ne? Also da hat man eben eine alte Unterhose, alte T-Shirts, alte Bettlaken genommen, da hat es keine Mikrofasertücher gegeben und schon gar nicht um das Geld. Ne? Das ist so. Das ist eben der Riesenunterschied zwischen früher und heute. Ne? Also, dass heute einfach deutlich mehr in, ja, brachial gereinigt wird, nur um das Endergebnis eben perfekt zu haben von der Optik her. Und man denkt eigentlich nicht mehr darüber nach, wie das Material darunter leidet oder nicht. Ja. Ich meine, am Ende des Tages muss man sagen, das ist auch ein bisschen, glaube ich, eine Vertrauenssache. Wenn ihr dem Herwig und mir und Sebastian, wenn ihr uns vertraut in dem, dass wir sagen, der Topcoat ist halt ein empfindliches Material, man kann den kaputt reinigen, dann entscheidet ihr euch, das zu glauben und dann verwendet ihr halt die Schwämme, die Reiniger und so weiter, dann achtet ihr drauf. Wenn ihr das nicht glauben wollt, könnt ihr gerne machen, dann könnt ihr euer Leder weiterhin mit Melaninschwämmen, mit Dampfreinigern, mit Sattelseifen, mit Bürsten oder was auch immer behandeln. Und dann kommt einfach nicht zu uns, wenn es dann nach einem Jahr oder nach zwei halt klebrig wird oder ihr habt Farbe im Pad oder was auch immer, weil das ist das, wovor wir euch gewarnt haben. Ich sag's mal so, vor 10 Jahren haben wir unsere Autos mit Schwämmen gewaschen und mit Ledern getrocknet. Das stellt heute keiner mehr in Frage. Und ich persönlich glaube, wir sind in Bezug aufs Leder an dem Punkt von den Anfangszeiten, von der Außenpflege, da sind wir jetzt noch ganz, ganz am Anfang, wenn es ums Leder geht. In 10 Jahren, in 20 Jahren wird das, was wir hier jetzt sagen, vielleicht keiner mehr in Frage stellen. Die einzige Entscheidung, die ihr treffen müsst, ist, wollt ihr jetzt Teil von der Revolution sein oder dann vielleicht erst in 20 Jahren. So lasse ich es stehen. Ja, ich sage mal, Vertrauen. Ja. Ich meine, ich kriege dann oft, wenn ich so argumentiere, dann eine Antwort, ja, ist klar, du möchtest ja Geld damit verdienen. Eigentlich ist das nicht klar. Weil ich sage mal so, natürlich verdienen wir an unseren Reiniger Geld, muss ja auch so sein. Also ich sage mal, mein Sohn lebt ja auch davon. Ich muss jetzt nicht mehr davon leben, aber egal. Aber glaubt es mir, an ein Reparaturset oder so eine Reparatur für den ganzen Sitz und so weiter. Verdient man mehr. Verdient man deutlich mehr, weil deutlich mehr Umsatz auch ist, als von so einer Reinigung und Pflege. Ja? Das heißt, oder von so einem Schwämmchen. Ne? Ja, also, ja, plus das Schwämmchen, das ist ja aber plus noch mal weiter gedacht, wenn du in der Gerberei geblieben wärst, hättest du noch viel mehr Geld verdient, indem einfach die Gerbereien immer mehr Leder produzieren, weil halt immer mehr Leder kaputt geht. Ja, also ja. Was das angeht, ja. Ja. Deswegen, also das Argument, dass ich muss es ja sagen, das weil ist, wir mehr Geld verdienen. Das ist also bescheuert. Das ist echt bescheuert, so ist es. Das Argument. So ist ja. es, ja.
Oder auch bei den Mikrofasertüchern. Ne? Das ist klar, ich muss Mikrofasertücher verteufeln, weil, ja, warum? Weil ich verkaufe keine oder wir, er hat keine Baumwolltücher. Wir verkaufen gar keine Baumwolltücher. Nein. Und das ist auch der Grund, ja, warum wir das gar nicht anbieten. Ja. Weil sonst müsste ich mir das als Argument anhören. Ist klar, du möchtest die Baumwolltücher verkaufen. Ja. Also, ich sag mal, ein Verkauf an Mikrofasertücher ist wirklich Geld zu verdienen. Das wäre eigentlich eine relativ einfache Sache. Oder auch bei Bürsten, ja. Ich könnte auch natürlich Bürsten ins Sortiment nehmen, wäre auch gut, Geld damit zu verdienen. Aber nein, wir machen das nicht, ja, weil es ist nicht gut fürs Leder. Ja, und solange ich lebe, ja, wird bei uns im Shop, auch wenn die Firma meinen Sohn gehört, wird nichts in den Shop reinkommen, was Leder eben schlecht tut. Und nochmal, diese Schwämme, der große kostet 2 Euro, der kleine kostet 1 Euro. Ich weiß gar nicht genau. Da wird nicht viel Geld mit verdient. Vergesst das mal. Guckt euch mal an, was nicht so gute Schwämme bei anderen kosten. Naja. Gut, ich glaube, wir haben es sehr ausführlich beantwortet. Mhm. Aber es ist eine schwierige Frage, es bleibt eine schwierige Frage. Deswegen war es auch eine gute Frage von euch. Herwig, wie immer, hast du das letzte Wort. Ja, das letzte Wort ist immer, bleibt gesund, halt die Ohren steif und wir sehen uns. Ciao. Ciao. We'll be right back.